Noch weit nach Mitternacht standen sie da und mussten einen völlig verrückten Europa-League-Abend erklären. Drei Elfmeter, ein Platzverweis, zweimaliger Führungswechsel. Und dann kassierte Borussia Mönchengladbach gegen Lazio Rom in der Nachspielzeit noch das 3:3. Bitterböse. Ganz schlecht, also den Sieg die Führung, die müssen wir einfach noch über die Zeit retten. Und ja, ist ganz schwer, dass wir es nicht gepackt haben heute. Wir haben in manchen Situationen ein bisschen die Ordnung verloren und haben dann Lazio Rom zu Chancen kommen lassen, die man hätte verhindern können. Und wir müssen uns natürlich an die eigene Nase packen, weil das war auf jeden Fall zu verhindern. Ich kann mich jetzt nicht daran erinnern, dass ich mal ein Spiel hatte, wo es 3 Elfmeter gab, also schon gar nicht für eine Mannschaft. Leider haben wir einen verschossen davon. War schon sehr kurios auf jeden Fall. 3 Elfmeter für Gladbach. Einmal traf Stranzl, einmal patzte er. Der Traum vom Achtelfinaleinzug ist fast schon beendet. Chancen sind nach wie vor 50-50. Wir haben in Istanbul, in Marseille, in Kiew gezeigt, dass wir auswärts genauso unsere Tore machen können. Und müssen einfach dahin gehen, wieder hinkommen, dass wir ja wieder noch besser verteidigen. Und nach vorne haben wir gesehen, haben wir immer wieder ein paar Möglichkeiten, auch wenn es nur Standardsituationen sind. Und wenn uns da ein Tor gelingt und eben die Null steht, dann bist du auch weiter. Das ist natürlich eine absolute Spitzenmannschaft, das hat man gesehen. Und ja, ich weiß gar nicht, wir haben 3 Elfmeter bekommen. Ich weiß gar nicht, ob die alle korrekt waren. So wie, ja, und waren dann auch noch in Überzahl. Und ja, es ist ärgerlich, dass wir das Gegentor bekommen haben. Aber wir haben schon in Kiew gezeigt, dass wir auf jeden Fall auch da bestehen können. Und ja, das muss das Ziel sein, weiterzukommen. Gladbach bangt. Auch um Ter Stegen. Eine spanische Zeitung hatte berichtet, der junge Keeper hätte einen Vorvertrag beim FC Barcelona unterschrieben. Was für Gerüchte gibt, das interessiert da eigentlich gar nicht. Für mich ist wichtig, dass ich bei Borussia meine Leistung zeige und nach vorne schaue. Können Sie das denn dementieren, dass es so einen Vorvertrag gibt? Ja, das kann ich dementieren. Also gibt es nicht? Nein. Bitteschön.